So, grüezi miteinander. Ich tue immer gerne am Anfang so, als wüsste ich nicht, welches mein Mikrofon ist, damit wir uns etwas näher fühlen und damit nicht so eine künstliche Distanz entsteht. Muss ich jetzt zuerst noch zuhören oder darf ich schon anfangen? Du darfst noch nicht anfangen. Ach so, wir müssen ja Deutsch. Wir müssen Deutsch, genau. Ja, da geht es. Sind alle einverstanden, wenn ich auf Schweizerdeutsch switche? Berndeutsch ist ein bisschen langsam, aber vielleicht ist es in den frühen Morgenstunden angepasst. Also, machen wir weiter auf Berndeutsch. Hazel Brugger, noch mal ganz kurz ein paar Worte zu ihr. Ich muss zugeben, das sind nicht meine Worte, das sind Worte, die man irgendwo so eben im schnellen Online-Journalismus copy-pastet. Zart an ihr ist nicht, ist nur mehr das Alter. Sonst versprüht sie ein Charme von Morbidität und zerstörender Kompromisslosigkeit, steht da geschrieben. Sie gewinnt nicht ein Lamm, sondern sie zerstört ihn. Sie studiert Philosophie, und zwar damit vielleicht irgendwie noch etwas Richtiges aus ihr wird. Aber sie studiert Philosophie vor allem, weil es ihr Spass macht. Und sie slammt eigentlich so lange, bis sie ihr erstes Kind bekommt, glaube ich. Bis mir auf der Bühne ein Kind gemacht wird. Ja. Auf der Bühne? Okay. Ja. Ihre kürzeste Definition von Slam ist, vor 500 besoffenen Studenten einen Text vorlesen. Und das wird sie gleich hier machen, aber wahrscheinlich alles ein ausgenügendes Publikum. Sie kommt allerdings, und bitte ein bisschen Nachsicht, sie kommt von so einem Slam-Fest und ist direkt dahergekommen. Also sie brennt auf ihren Auftritt, dass sie nachher schlafen kann. Genau, und Schweizerdeutsch wird sie auch nicht slammen, sondern nur reden, weil Schweizerdeutsch, das ist eine Sprachbehinderung, die 2 Minuten lustig ist auf der Bühne, aber nachher nicht mehr hast du irgendwo mal... Nein, ich meine so schweizerisches Hochdeutsch, Schweizerisches extra so noch ein bisschen aufgesetzt genau. ist. Sie profitiert vom Frauenbonus, sagt sie selber, und sie ist amtierende Schweizermeisterin im Slam. Gut, Hazel, Was erzählst du uns heute? Also zuerst reden wir über das, was du nachher präsentierst. Ist ein bisschen anders als ein normales Slam. Wir haben ja den Auftrag gestellt, dass du journalistisch tätig werden sollst. Wie schwer ist dir die Aufgabe gefallen? Nicht so wahnsinnig schwer. Also schwer wird das dann, was ich geschrieben habe, als journalistisch zu verkaufen. Das heisst, das ist intensiv gefragt, dass wir das fiktionale Werk als realistisch betrachten. Aber ich denke, das wird schon okay. Also nach dieser Beschreibung habe ich, von mir selber habe ich jetzt selber Lust, zu mir zuzuhören. Ich freue mich jetzt, was für eine glatte Person. Nein, es ist mir nicht so wahnsinnig schwer gefallen, weil ich generell eigentlich ziemlich nahe bei der Realität mich halte, inhaltlich. Auch wenn das jetzt meine Realität ist, ich habe einfach dann versucht, meine Realität auf die Realität von anderen auch noch anpassen zu können. Also wenn die Lust so steigt, dir zuzuhören, wenn wir nicht mehr zu lange theoretisieren, einfach noch etwas vorweg. Was die 3 noch nicht wissen, sie haben eigentlich, das ist ein Bewerbungs-Slam. Weil ich brenne darauf, endlich mal einen Slammer als Reporter in die Welt schicken können. Weil ich eben das Gefühl habe, ich kann das und die sind gut. Und darum werden wir hier auch vielleicht den einen oder anderen entdecken, wo wir nachher können, ein paar Wochen, Monate oder auch nächstes Jahr in unserem Magazin lesen. Also die bewerben euch jetzt für Reportagen als Reporter unterwegs dürfen sein. Und dann legen wir einfach mal los mit dir, Hazel. Okay, also bevor ich jetzt das gehört habe, bin ich noch motiviert gewesen. Jetzt, manchmal, muss das da ein bisschen rausnehmen. Das ist eben, das ist so der Industrial Style, das ist alles ein bisschen ramschig, aber trotzdem stylisch. Ich habe einen Text über den Sommer, weil ich einfach so finde, ich versuche, ja, kannst du absitzen, musst dich nicht schämen. Ich finde einfach, so am Morgen, vor dem 9 Uhr, gehe ich richtig ab. Ich finde einfach so, die Jahreszeiten, man lässt sich so ein bisschen zu fest von denen beeindrucken, aber man kann nicht anders. Und man versucht so urschweizerisch das Ding durchzuziehen, aber es geht nicht immer. Jetzt mit der WM ist sowieso ein Spezialfall, aber die habe ich ausblendet, weil ich das sehe. Also ich finde, das schaut man einfach und wenn dann ein Kameruner einen anderen Kopfnuss gibt, dann kann man darüber reden, aber muss man nicht darüber schreiben. So, Hundstage, eine Analyse.
So ein Schweizer Sommer ist wohl eher kulturell als meteorologisch von den anderen Jahreszeiten abzugrenzen. Mitte Juni, kaum scheint die Sonne für mehr als 4 Stunden am Stück, schlägt plötzlich landesweit der Gedanke ein wie ein Rambock. Es ist Sommer, Schatz, mach den Rasensprenger an, ich hol die Grillkohle aus dem Keller, der Gestank wird die Nachbarn schon nicht töten. Die Gartenmöbeln und die Fische spinnen und die Spinnen schwimmen und die Vögel fischen und die Fische vögeln. Man rezitiert Sommermusik, deren Namen man nicht mehr kennt. Auf Kleidung und guten Geschmack wird fortan verzichtet. Emotionsexhibitionistische Steiner Schüler lauern auf jeder öffentlichen Wiese mit Gitarren bewaffnet, bereit, die Jute-Schlüpfer dieser Welt zum Kochen zu bringen. Im Rollschinken-Look stöckeln zu lange schon ungeliebte Hormonschleudern aus den Löchern auf die Pirsch, gequetschte Kilos zählen nicht und im Club ist es hoffentlich dunkel. Die Zürcher zeigen ihre Knöchel, in Basel sieht man nackte Knie, Lausanne forscht weiter nach Mitteln gegen Hautkrebs, die Frisuren sitzen. Freischaffende Künstlerinnen in ihren Mit-40ern verschreiben sich der BH-Losigkeit, die Igelnäschen unter dem Shirt ausgefahren und funkbereit. Denn so ein Sommer ist ja zumindest kalendertechnisch gesehen nichts anderes als ein zweiter barbarischer Frühling, Zeit der Frei- und Geilheit, wo Frauen Hosen tragen und selbst Männer als Hebammen arbeiten dürfen. Nur die Christen singen weiter ihre Hymnen an die Hymen, Gott kennt eben keine Sommerpause. Der öffentliche Verkehr wird zum Verschmelzungsakt, alle riechen nach Wandertag und die schweißbeperlten Gesichter glänzen wie in Kürbiskernöl getränkte, doppelt verspiegelte Marmoräpfel, bereit, im UV-Licht die negroide Seite von innen nach außen zu stülpen und sich für immer dem Lederportemonnaie-Look zu verschreiben. Gerannt wird nicht, den Uhren ist heiß, gedacht wird nicht, die Augen sind zugekniffen. Man enthaart sich die Fußrücken, trägt Flipflops, nur wer die längsten Zehen hat, stürzt nicht, die sommerlichen Sieger der Evolution. Einzig und allein die Alten riechen eiskalt und wie immer beharrlich nach Tod und Zerfall. Man liest, dass im Geriatriezentrum Schinznach schon wieder 7 das Zeitliche gesegnet haben, vergessen genügend zu trinken, in sich zusammengefallen wie die leergesaugte Dörrpflaume im senilen Brutkasten. Dabei müssten sich die 80-Plus-Jährigen doch ganz einfach einen dieser superflippigen Leichtgewichtswasserpack-Rucksäcke mit PVC-Hydrationssystem und Glow-in-the-Dark-Trinkschlauch anschnallen. Ein bisschen Sirup rein für den Geschmack und zack, man lebt für immer. Geht auch ohne Gebiss, nimm das AHV, wir kaufen uns Griechenland als Rentnerheim, Eulen, Wein und Nutten im Gepäck. Zu Hause geblieben gehen einem die Ausreden aus, warum man nicht mit ins Schwimmbad kommen könne, warum gerade heute Grillieren eine ganz schlechte Idee sei und warum man sich diese eine weitere heitere Feel-Good-Sommerkomödie von Woody Allen eigentlich lieber alleine und sturzbetrunken aus der letzten Reihe ansehen würde. Midnight in Paris, To Roam with Love, Circumcised in Dübendorf. Wer zuletzt lacht, ist Kulturbanause. Also köpft man das Sparschwein, fährt weit weg, um in einem Hostel im Irgendwo auf irgendeinen Simon, Raffi oder Tobi aus Pümplitz zu treffen, der schon seit ganzen 5 Tagen ganz alleine weg von zu Hause ist, auf Selbstfindung, dem Versuch, Zirkusdirektor seiner eigenen Parade zu werden, wie er es nennt, Medienwissenschaftsstudent im 1000. Semester, versteht nicht, dass der einzige Grund der eigenen Reise ja eigentlich war, endlich einmal laut über alle anderen lästern zu können und sich vorzustellen, die unverständliche Sprache hier sei eine Aneinanderkettung philosophischer Wahr- und Weisheiten, die Welt jenseits des Westens also doch ein wunderbar mystischer Ort, Suizid ein rein geografisch bedingter Wunsch. Den Simon oder Tobi, oft auch Marco oder Marcel, wird man nie wieder los. Herpes hominis complex, man wird virtuell vernetzt. Ihm ins Gesicht zu sagen, wie scheiße doof man ihn und seine asiatische Billigkompaktkamera findet, geht nicht. Nicht im Ausland, wo alle Schweizer plötzlich gleich und Freund sind. Doch als Alternative zu den Schweizern findet man im Ausland was? Genau, die Ausländer. Überall wimmelt es von ihnen und sie wollen partout nicht wahrhaben, dass sie nun einmal auch in ihrer eigenen Heimat nicht der helvetischen Norm für Nicht-Ausländer entsprechen. Einmal Ausländer, immer Ausländer und dann riechen die auch immer noch so komisch, wollen ständig irgendwas verkaufen oder am Ende gar verschenken. Bakschisch, Almosen, Kamelfrauen, der Westeuropäer zelebriert's mit Durchfall.
Aber spätestens, wenn im September wieder alle zu Hause sind, die Mägen sich vom Sommer erholt haben und auch die letzten sonnenverbrannten Hautfetzen am Boden der Duschwanne gelandet sind, sind endlich wieder alle Scheiße drauf. Nur ich setz mich auf die Terrasse, schmeiß den Grill an und summe Weihnachtslieder. Vielen Dank. Spezieller Dank auch an die Referenz an Bümplitz. Ich wohne in Bümplitz. Da kommen wir wieder Bümplitz in der grossen weiten Welt. Das ist also voll treffend. Das ist endlich die Venus. Ich habe nie gewusst, was es heisst. Wenn schon Venus, dann hier. Okay. Das war ein tolles Slam. Wie unterscheidet sich das, wenn überhaupt, von anderen Sachen, die du machst? Weil wir ja ganz speziell gesagt haben, wir wollen probieren, im nicht-fiktionalen Bereich ein Stück Realität zu recherchieren und darzustellen. Also ich finde, bei anderen Slam-Texten von mir erzähle ich viel mehr von mir selber erzählen und habe dann so ein alter Ego eigentlich auf der Bühne, das ziemlich extrem ist. Das war jetzt auch nicht ganz so extrem gewesen, meiner Meinung nach. Also wenn Sie das jetzt extrem gefunden haben, dann tut mir das leid. Kommen Sie bitte nicht an eine Veranstaltung, wo ich auch bin. und das ist einfach so ein bisschen, also wenn man einen journalistischen Text schreibt, dann ist ja das Ziel davon, dass der auch gedruckt wird oder online veröffentlicht und dann von anderen gelesen wird, mit der eigenen Stimme vom Leser im Kopf. Und wenn ich natürlich einen Slam-Text schreibe, dann schreibe ich ja dann nur mit der Motivation, dass ich den selber an die Leute verkaufe, sozusagen. Und dann kann ich es so betonen, wie ich das will. Also dann merkt man hoffentlich, wenn ich etwas nicht ganz so ernst meine oder wenn ich halt etwas schneller sage, dann wirkt das ganz anders. Aber wenn man einen journalistischen Text also von jemand anderem lesen lässt, dann hat man die Macht, muss man die abgeben und dann muss man dann ein bisschen expliziter sein mit also so versteckten, implizite Regieanweisungen, wie man jetzt lesen hat, dass er richtig verstanden wird. Wie hast du dich inspiriert für den Text? Bist du mal einfach ein Bellevue gehockt, du hast die Leute alle angeschaut und nachher sind die quasi eins zu eins jetzt da drinnen vorkommen? Oder, weil man kann sich das ja durchaus vorstellen, es ist ja so, dass du die beschreibst und wir denken sofort, genau, die sehen wir ja auch da im Sommer. Also ich muss da nicht, für den Text schon jetzt nicht speziell recherchieren, das langt, wenn man 2 Minuten im Vierertram sitzt zwischen Limmatplatz und Gewerbedings da, Museum, Geschwür, wie heisst es? Ja, oh Gott, ich bin so ineloquent, es tut mir leid. Wie steht es um die 7? Um die 7, die es zeitlich gesegnet haben, in der 13. Rum. Ja, das habe ich auch. Großeltern hat ja jedes Mal gehabt, mindestens. Und das ist halt, also es gehört mir ja jedes Jahr schon wieder 7. Also ich komme aus einem sehr kleinen Dorf. Und 7. Das ist, und da kennt man die natürlich. Wenn Frau Schmid, wer schaut jetzt nach ihrer Busle? Die ist jetzt gestorben. Also so, das ist dann so, bisschen, so wird man an den Tod angebracht, wo ich aufgewachsen bin. Aber das ist etwas, was du gehört hast oder was einfach so passiert und darum genau. Hast du mich eingebaut. Ja, ich habe das noch nicht an meinem Körper. Und wenn jetzt wir sagen so, Heisel, jetzt geh mal 2, 3, 4 Wochen irgendwo her und tu dich mal vollsaugen mit einer neuen Realität und tu das nachher nicht nur in einem Slam, wo 5 bis 10 Minuten geht, sondern in einem Text, wo man vielleicht eine halbe Stunde liest, verformen würde ich das reizen. Könntest du das? Aber es ist jetzt kritisch, das ist jetzt ja gerade auf Bewerbung zurückzuschliessen. Ich muss jetzt schauen, wie ich da... also bis 2016 habe ich ja keine Zeit. Nein, ich könnte mir das jetzt schon vorstellen, wenn es ein Thema ist, das mich auch interessiert. Aber ich interessiere mich eben auch für sehr viele Sachen. So, also aber das Problem ist dann so ein bisschen, wenn man mich irgendwo anschickt, so Occupy Paradeplatz, dann schreibe ich wahrscheinlich nicht über Occupy Paradeplatz, sondern über irgendeinen Müll oder so, den ich am Boden gefunden habe. Das interessiert mich dann mehr. Ich lasse mich sehr leicht so ablenken und zuge alles ein und habe dann ein bisschen so eine Relevanzstörung. Also ich mache dann... gebe den Sachen mehr Bedeutung, die weniger verdienen, vielleicht. Das hast du in deinem Bewerbungsdossier wieder ein paar Punkte nach oben. Das ist genau das, was wir wollen. Wenn alle über Occupied Paradeplatz schreiben, dann braucht es einen neuen, verfrischenden Zugang. Also, Heisel, herzlichen Dank. Wir reden nachher noch weiter. Wir kommen zum nächsten Gast, der gemäss Münzauslosung der Etrit Hasler ist. Ob ihm zuerst ein paar Worte... Würdest du da wirklich auf Schweizerdeutsch machen? Wir haben einen furchtbaren Dialekt.
Nein, aber genau wegen dem. Sondern, ich habe gelesen, du bist der schnellste Slammer, den es gibt. Weißt, ich darf das. Ich darf das nicht. Ich war ziemlich eifersüchtig, wenn ich gelesen habe, 270 Wörter pro Minute. Gemessen. Gemessen, tatsächlich. Also der Blast in den Berner. Wir werden jetzt das Tempo hören. Und unsere deutschen Gäste, bitte mal verzeihen, ist einfach, delektieren sie sich ob der Geschwindigkeit. Ich mache das dann schon auf Hochdeutsch, das geht dann schon. Das ist doch, also okay. Tue ich. Ich schreibe keine Texte auf Schweizerdeutsch, genau. Ist ja furchtbar. Mit diesem Dialekt, das geht nicht. Das ist also, der Edrit ist der journalistischste Slammer unter den Slammer. Sicher allein aus dem Grund, weil er eben schon als journalistisch tätig ist, zumindest als Kolumnist. Er schreibt Sportkolumne in der WOZ, in Abwechslung mit Pedro Lenz und anderen. Er ist St. Galler, haben wir jetzt schon gehört. Er ist einer der Pioniere der Szene. Er ist seit 10 Jahren dabei, hat über 100 Slams. Ist schon in Ägypten und Serbien auftreten. Wie ist das deutschsprachlich gegangen? Englisch. Englisch, ah, okay. Ja. Gut. Er hat seinen ersten Slam im Jahr 2000 gemacht, also seit 14 Jahren, ein alter Hass. Und er trägt immer einen schwarzen Mantel, heute nicht, aber immerhin in schwarz. Und die langen Haare, die habe ich ja so schmerzlich vermisst. Das ist eben so die Sache mit dem Selbstmord, wo du vielleicht da gemerkt hast, ich habe noch gar keine Website im Moment, die ist irgendwie seit etwa 3 Jahren down. Die ist zusammen mit dem schwarzen Mantel und den langen Haaren ist dann die irgendwann mal verschwunden. Aber ihr wollt die Zeichnung, ist immer noch mit langen Haaren? Nein, manchmal verwechseln sie sie wieder intern, aber sie haben mal extra ein neues Foto gemacht, das einfach die Haare wegretuschiert haben. Okay. Aber ich komme ab und zu ein neues über. Ich habe für meine Ultimate Warrior-Kolumne habe ich so eine Gesichtsmaske bekommen, da bin ich sehr stolz. Wunderbar. Wie hast du die Aufforderung, Reporter zu sein, mit einem Slam entgegengenommen? Was hast du gemacht? Wie hat dich das... Die mehr gibt es angestachelt? Mehr gibt es nicht wahnsinnig, muss ich zugestehen. Ich habe einfach einen alten Textführer genommen, aber einen, den ich gedacht habe, der noch so passt. Ich war 6 Jahre lang Redaktionsleiter von der Fabrikzeitung, von der Roten Fabrik. Und habe dort eine Kolumne gehabt, die letzten 2 Jahre, wo ich so ein bisschen Tagesaktualität verbrötelt habe. Und ich hatte die immer auf dem Weg in die Druckerei. Habe ich mal gewusst, ich habe jetzt noch 1,5 Stunden Zeit, um irgendwie 3000 Zeichen rauszuhauen. Ja, und das ist ein Text, der aus etwa so 3 oder 4 Kolumnen mit Versatzstück entstanden ist. Also wenn einer mit diesem Zeitdruck kommt, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Den kann man irgendwo herschicken und dann sagen, wir drucken einfach dann. Fangen wir ein paar Stunden vorher an, dann kommt es gut. Das kann ich. Okay, super. Also, dann sind wir ganz gespannt. Wie schon gesagt, der Text ist ein bisschen älter, es tauchen die Figuren drin auf, die man vielleicht hoffentlich... Vergessen hat Hans-Rudolf Merz, kennen Sie noch? Ja. Schwierig. Ganz schwierig. Zwar ein Fundstück für Journis, aber ist egal. Es war frühmorgens, also so etwa 11:30, als ich plötzlich bemerkte, dass da eine neue Tür zu Hause in meiner Wand war. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern vom Gutz, aber er manifestierte sich so plötzlich wie ein Herzinfarkt, ungebetener Besuch aus Osteuropa oder ein Staatsvertrag ohne Verhandlungsmandat in meinem Wohnzimmer. Ich war noch nicht ganz wach, so wie ich selten wirklich wach bin, wenn ich morgens 11:30 durch meine Wohnung wanke und ging mindestens 3-mal daran vorbei und versuchte mehrere Minuten lang, mir am Türschloss eine Zigarette anzuzünden, bis ich feststellte, dass es sich dabei offensichtlich um eine neue Tür und nicht um einen Backofen handelte. Also ging ich in mich und sagte mir, schau an, eine neue Tür. Vorläufig war mir das allerdings völlig egal. Ich hatte ganz andere Probleme, der Sommer war gerade ungefragt ausgebrochen, die Zugvögel und die Hippies hatten ihre Koffer ausgepackt und streiften nun durch die menschenleeren Straßen meiner kleinen Provinzstadt auf der Suche nach Jack Kerouacs Wohnwagen und dabei stanken sie die ganze Gegend voll. Meine Nachbarn warfen jeweils jeden Abend den Grill an, den sie sich mit ihren Boni von der UBS gekauft hatten, prügelten mit Schlagringen eine höchstens halbtote Kuh auf den heißen Rost und während sich das schmorende Fett in sintflutartigen Güssen durch das Loch in meiner Decke in meine Badewanne ergoss, freuten sie sich am Blick auf den satellitenzerstochenen Himmel, die Schnapsgläser gefüllt bis zum Rand, während sie sich auf den nächsten guten Krieg zutoasteten, ganz getreu dem alten Motto, für jeden Russen weniger bleibt mehr Wodka für uns. Der Text ist übrigens 4 Jahre alt, ist interessant, dass du das schon aktuell siehst. Aber... Apropos zu viel Saufen, ich öffnete also dieses freisinnige Kampfblatt, das ich in meinen breitengraden Tageszeitungen schimpfen darf und durfte darin lesen, dass nun auch die Schweizer Banken endlich in der Pubertät angekommen seien und sich, wie unsere Jugendlichen ja auch, nun jedes Wochenende ins Koma säufen. Illustriert war das liberalismustriefende Geschmier von einem Bild des Zürcher Paradeplatzes, wo ehemalige Finanzanalysten mit glasigem Blick, vollgeschneuzten Anzugsärmeln und ungewaschenen Haaren die neueste Ausgabe des Wachturms verteilen. Erwachet, rufen sie, und wir sammeln Herz für März.
Dies erklärte mir die wohlmeinende Bildlegende, als wollte sie auf die Frage, was tun, ausgerechnet von mir eine Antwort. Nun, man kann halt nicht alles Leid der Welt in sich aufnehmen, sagte ich laut vor mich hin. Das hatte mir einmal meine manisch-depressive Nachbarin erklärt und sie hatte natürlich recht. Ja. Irgendwann verschwinden wir alle unter der Erde und irgendwann buddeln sie uns auch alle wieder aus. Ja. Alles verändert sich, alles bleibt gleich. Ich meine, der amerikanische Präsident ist plötzlich schwarz und kriegt den Friedensnobelpreis. Okay, kann ich damit leben. Das Fernsehen kommt nicht mehr aus der Luft, sondern aus der Wand. Auch das kriege ich hin. Unser Bankgeheimnis besteht plötzlich darin, dass wir Anfragen aus dem Ausland nach Steuerhinterziehung nicht mehr mit so einem kategorischen Nein, sondern nur noch mit so einem juristisch eingefärbten Vielleicht beantworten und uns dann außergerichtlich einigen. Ist doch auf nichts mehr Verlass in dieser Welt, sagte ich mir. Deine Ex-Freundin wird Vater, dein Vater wird Mutter, deine Mutter haut nach Schweden ab, heiratet deine Ex-Freundin, alles wird anders, Slammer werden Musiker, Musiker werden Schauspieler, Schauspieler werden Politiker, Flugzeuge werden zu Raketen und am Ende sagen dann immer alle, dass sie das nie gedacht hätten, ja, wenn sie dann noch denken können. Ich krallte mich mit meinen Zehen in die Decke, damit ich wenigstens behaupten durfte, ich hätte versucht, mir eine neue Perspektive zuzulegen. Dann dachte ich nach. Wir sammeln Herz für März. Das war ja schon ein bisschen geschmacklos, oder? Also insbesondere, wenn wir ja davon ausgehen mussten, dass dieser erfolglose kleine Appenzeller, der weder eine Finanzkrise meistern noch Kurzgeschichten schreiben kann, noch eine Unternehmenssteuerreform sauber rechtlich abklären kann, entweder an dieser Stelle, wo wir anderen eine faustgroße Blutpumpe eingesetzt bekommen haben, nur einen viel zu kleinen Tresor mit Zahlenschloss hätte oder, was wahrscheinlich noch viel verheerender wäre, er viel zu viel Herz hatte. Deswegen hatte er so gerne Tschechien aus dem bösen Kommunismus gerettet, während er gleichzeitig versuchte, Südafrika davor zu bewahren, dass die farblich dafür offensichtlich ungeeigneten Ureinwohner Kontrolle über ihr eigenes Land übernehmen. Und manchmal, das wusste ja auch ich, musste man eben auch Prioritäten setzen. Und wer 68 Milliarden Schweizer Franken einfach so zur Hand hatte, ne, der musste das ja auch irgendwie ausgeben. Ganz besonders in der Krise. Das nannte sich antizyklische Investitionspolitik. Und ich war mir sicher, so wahnsinnig viel bessere Ideen, was ich mit dem ganzen Geld angefangen hätte, hätte ich nun auch wieder nicht. Zum Beispiel hätte ich gerne die Arbeitslosenkasse der Schweiz für die nächsten 70 Jahre ausfinanziert. Völlig utopischer Quatsch, oder? Oder ich hätte in jeder Stadt der Schweiz eine rote Fabrik bauen können, um für die nächsten 1000 Jahre betreiben. Kultur braucht doch kein Mensch. Oder ich hätte jedem einzelnen Bewohner der Welt eine Caipirinha spendieren können, damit wir uns alle gleichzeitig zuprosten mit Tränen in den Augen. We are the world, we are the children, singen können, uns dabei an den Händen halten und des toten Königs gedenken könnten. Weltfrieden ist doch völlig überbewertet. Oder ich hätte in Jamaika einen Auftragskiller engagieren können, der jedem einzelnen Menschen auf der Welt sich selber inklusive in den Hinterkopf geschossen hätte. Inklusive Flughafengebühren, ich habe das nachgerechnet. Nun, nachhaltig wäre das ja schon. Aber vielleicht etwas zu pessimistisch. Ihr kommunistischen, schwulen, liebenden Söhne von Knarren. Entfuhr es mir plötzlich und ich wusste, ich hatte diesen Satz nicht selber gedacht. Dieser Satz war mir eingegeben worden aus der strahlenverseuchten Atmosphäre und direkt meinen Kopf gespeist von irgendwo auf der anderen Seite des Erdballs. Plötzlich klingelte mein Telefon. Komisch, dachte ich mir, das haben sie mir eigentlich schon vor Jahren abgestellt. Es klingelte unbeirrt weiter, also nahm ich ab. Dies Visa war dran. Sie haben urheberrechtlich geschütztes Material in Ihrem Kopf. Bitte bereiten Sie sich auf die sofortige Löschung vor. Schwupp, und schon was passiert. Mit meinem Kopf, also so leer wie mein Kühlschrank, fand ich mich nun erneut vor dieser neuen Tür in meiner Wohnung. Und dahinter, da war ich mir sicher, da lauerte eine andere Welt. Ein Paralleluniversum, in dem alles ganz anders lief, in dem die Flüsse aufwärts strömten, alle Menschen schlank und schön und Nichtraucher waren und cool, vielleicht immer noch lustig machte, aber einen nicht mehr diese Dinge sagen ließ, die man später bereuen könnte. Eine gute Welt, durch und durch. Es wäre eine Welt, in der ich den Fernseher einschalten könnte und dann live auf Schweizer Fernsehen in einer Spezialeinheit zusehen könnte, wie sie im Libyen Palasttüren eintritt, mit Gewehren in der Gegend herumfuchtelt und brüllt: Wo habt ihr die Eier von Hans-Rudolf Merz versteckt? Es wäre eine Welt, in der der FC Winterthur im Finale der Champions League verliert, gegen St. Pauli, in der Verlängerung, jedes Jahr wieder vor 1500 Fans. Einer Welt, in der das auch wieder den Namen Fußball verdient hätte und nicht Europe's Next Homophobes Topmodel in Shorts und Nockenschuhen. Fick dich, Cristiano Ronaldo. Es wäre eine Welt, in der die fetten Jahre sind vorbei wieder ein Film wäre und nicht Frontalslogan einer Hetzjagd auf Übergewichtige, ausgelöst von einer Koalition des Bösen aus Heilspredigern, Krankheitsverwaltern, Nichtraucher-Nazis und nicht zuletzt der Filmindustrie in einem letzten verzweifelten Versuch, die Kontrolle über die Generation PlayStation wieder zu erlangen. Eine Welt, in der selbst die Deutschen wieder einmal begreifen würden, dass ein schwuler Außenminister allein halt noch keine tolerante Gesellschaft macht. Es wäre eine Welt, in der Großmütter nicht dazu verflucht wären, allein in ihren Wohnungen rumzuhocken, so einsam wie Topfpflanzen und so geduldig wie Möbelstücke, nur noch am Warten auf diesen einen Enkel, der zum Zmittag kommt oder halt auf den grimmen Schnitter, aber beide kommen sie einfach nicht. Eine Welt, in der der ganze Planet ein einzig Volk von Schwestern wäre, die Hand in Hand durch Blumenwiesen hüpften, in denen wildfremde Menschen Liebe machten, während die Vögel die Melodie von Parisian People in den strahlend blauen Himmel pfiffen. Ich hatte meine Hand schon am Türgriff, dann zögerte ich plötzlich.
diese Welt ist nicht stark genug, so viel Glück zu tragen, schoss es mir durch den Kopf und da ist immer ein Tunnel am Ende des Lichts. Ich drehte mich um, ging zum Telefon und wählte eine Nummer in Bern. Eine halbe Stunde später stürmten Soldaten durch meine Wohnung, traten die Tür ein und wedelten mit Knarren in der anderen Welt durch die Gegend, während sie herumbrüllten: Wo habt ihr die Eier von Hans-Rudolf Merz versteckt? Ich beobachtete die Szene von meinem Sofa aus, ein Glas Absinth in meiner Hand, und ich war zufrieden. Denn ich wusste, auch wenn diese Welt nicht besser ist als alles, was wir uns erträumen oder vorstellen können, so ist sie halt doch das Einzige, das wirklich uns gehört. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dritt. Genug schnell gewesen. Man hat sich ziemlich konzentrieren aus Bern, um mitzukommen, aber es ist gegangen. Erstaunlich aktuell, der Text, ob schon 5 Jahre alt ist. Mm. Vielleicht mit Cristiano Ronaldo, jetzt, wo er endlich demütig wird. Nicht ganz so hart. Es ist tot, man sagt, kurz vor irgendeine Szene gehabt, wo er sich irgendwie zum idealen Familienmodell ähnlich geäussert hat, wie zum Beispiel der Christoph Dabele oder der Toni Bortoluzzi in letzter Zeit. Aber das Thema beschäftigt einem ja. Würdest du den Text eher aus Slam oder politischen Kommentar oder vielleicht sogar potenzielle Erzählung über die Realität bezeichnen? Oder ist alles zusammen? Ist es so alles zusammen. Also, es geht mir so ähnlich wie der Hesel. Ein Text ist ein Text und du schaust, für welches Publikum funktioniert er in welchem Moment. Und dann machst du gewisse Änderungen. Gewisse Sachen kannst du Betonungen machen, gewisse Sachen musst du anzeichnen im Text drin. Würdest du meinen, dass der Text auch gelesen funktioniert? Weil du bist ja ein Performer mit deiner Gestik, mit deinem Tempo, mit Akustik und allem. Wenn man das liest, ist der auch noch, wirkt er anders oder nur halb so gut? Das kann ich nicht sagen, ich lese meine eigenen Texte nicht. Aber du lernen deine Texte publizieren und verkaufen sich die? Je nachdem. Also der Simon zum Beispiel hat schon Bücher gemacht und ich habe mal vor Urzeiten mal eine Lyriksammlung gemacht, das war aber kein Slam-Text, mit Musik schon mal. Es ist halt so ein bisschen schwierig, das ist ja dann wie ein Hörbuch, da lasse ich ja nur unter sehr bestimmten Umständen, im Auto zum Beispiel. Ich glaube, da wäre verkehrsgefährdend, wenn man sich so Text würde im Auto reinziehen, das geht wie nicht. Also das ist wahrscheinlich mehr YouTube-Downloads als Hardcopy-Sales im Buchhandel? Das ist wahrscheinlich so, ja. Also wenn wir zwar sind, wir sind sehr beliebte Auftragstexter natürlich, wenn wir da schon wieder am Bewerbungsgespräch sind. Da gibt es sehr häufig und das sind wirklich Texte, die für einmal geschrieben werden, einmal verarbeitet werden und gut ist. Genau. Aber jetzt der Text hier, den hast du nicht zwingend raus müssen und etwas herausfinden, sondern das kannst du aufgrund von deinen täglichen Beobachtungen irgendwann herhocken und schreiben. 1,5 Stunden zwischen St. Gallen Bahnhof und Zürich Bahnhof. Ist das einer von denen? Das ist einer von denen. 3000 Zeichen? Ja, also es sind dann eben so etwa 3 Kolumnen, die ich dann so teils Absätze rausgenommen habe und neu zusammengestückelt habe. Gehst du Unterricht? Im schnell gut schreiben? Ich frage nur, weil ich einfach hin und weg bin. 3000 Zeichen in 1,5 Stunden, nachher so einen Text. Ich habe im Radio angefangen, dort musst du einfach schnell sein. Sehr gut. Und wie sieht es aus mit dieser Längenform? Würdest du denken, dass jetzt genau das, was du hier gemacht hast, wo ja eben alles ein bisschen ist, Entertainment, politischer Kommentar, Tour d'Horizon über gesellschaftspolitische Entwicklungen, sich auch auf 10-mal länger würde tragen? Oder braucht es da schon etwas mehr? Ich kann es nicht sagen. Also, was ich kann sagen, ist, dass mit dem zunehmenden Alter, und jetzt gehe ich dann auch schon langsam auf die 40 zu, dass ich mich nicht mehr kurz fassen kann. Das mag auch mit meiner Tätigkeit als Parlamentarier noch zu tun haben, ich weiß nicht. Aber so irgendwie, es kommt dann einmal Aufträge über, von irgendwie, ich schreibe, bis man schnell 12.000 Zeichen und ich finde dann irgendwie, boah, das ist schon viel. Und dann tippe ich mal irgendwie drauf los und nach 2 Stunden bin ich auf 15. Und bin ich jetzt muss ich mit Kürzen anfangen, scheiße. Wie ist es mit Parlamentarier und Journalist? Ist das gut miteinander vereinbar? Furchtbar. Mir ist es in der Wurz sehr regelmäßig passiert, dass man dann unter irgendetwas noch drunter schreiben ist Kantonsrat für die SP, wo ich gefunden habe. Also, wenn ich das neue Buch von Sven Regner besprechen, ist es einfach nicht relevant. Wenn ich jetzt etwas Politisches verschreibe, okay, dann müsst ihr es aus Transparenzgründen machen. Aber bei der Sportkolumne musst du dann nicht drunter schreiben. Genau, also Kultur und Sport, das geht. Aber wenn es nach Politik ging, dann wärst du einfach Kommentator und Journalist. Genau. Okay. Darum lassen Sie mir noch über Sport schreiben. Also, mal schauen, ob wir dich über Angst schreiben. Besten Dank. Edwin Hasel.
Ein anderer bekennender Fan von Poetry Slam ist im Übrigen Jacobo Müller, die Sendung, die am Schweizer Fernsehen, wenn man Sonntag am Abend kommt. Alle drei sind dort schon auftreten. Regelmäßig kommen Slammer dort vor. Und dort habe ich auch ihn entdeckt, Simon Chen, irgendein so YouTube-Video, aber wieder ein Download, also Copyright-Verletzender und nicht irgendwie ein Buchkauf. Simon Chen ist 1972 in Fribourg auf die Welt gekommen. Und der Emil hat nach einem Auftritt von ihm gesagt, ich könnte das nicht. Ich finde es ein wunderbares Zitat, dass so eine Überfigur wie der Emil aus der Schweizer Geschichte von Komikern einfach in einem Satz sagt, das ist nicht mehr meine Welt. Ein anderer berühmter Mensch hat gesagt, ich werde Textpassagen verwenden. Das Zitat stammt von Moritz Leuenberger. Und eine dritte, ebenso berühmte Frau hat geschrieben, du warst der Schlechteste, seine Mutter am ersten Slam. Der Simon Chen kommt vom Theater, ist zuerst ein Schauspieler gewesen, nachher ein Wort zur Schausteller und ist immer mehr vom Theatermacher zum Slammer geworden. Ist heute hauptberuflich ein Slammer und schreibt zwar Theaterstück, aber er ist durch und durch lebt vom Slam und macht das zu seiner Haupttätigkeit. Und er hat die gleiche Aufgabe gestellt bekommen wie die anderen beiden. Simon, über was wirst du uns... Ich habe gedacht, also übrigens, vielleicht habt ihr gemerkt, ich heiße gleich wie der Selbstmordretter von China, wie den Chen. Chen. Das ist der zweite oder dritte häufigste Name auf der Welt, also nichts Besonderes. Und seine E-Mail-Adresse ist besonders originell, herr@simonchen.ch, genau. Ja, ich habe mir überlegt, was hättest du mit Reportagen, mit Journalismus in meinen Texten? Ich bin dann noch, apropos Buch und so, auf ein paar Sachen kommen. Zum Beispiel, ich bin natürlich sehr offen, sehr neugierig auf Sachen, die ich höre oder lese, auch von Journalisten. Zum Beispiel die Meldung vom Radio, das habe ich das mal gehört. Good News or Bad News ist die Frage. Trotz aller Schutzbemühungen nimmt die Zahl der bedrohten Arten zu. Das könnte man irgendwie ein bisschen eindeutig formulieren. Oder dann auch die Meldung aus dem Sportbereich vor einem Jahr ziemlich genau. Der Schweizer Eishockey-Profi Roman Josi unterschreibt bei den Nashville Predators einen 7-Jahres-Vertrag über 28 Millionen Dollar. Der Vertrag gibt mir Sicherheit, meint der 23-Jährige. Eine Mikrokassierin sagt über ihren vermutlich dasselbe. Ja, so Relationen. Ja, so viel zu dem Buch, das man bei mir kaufen kann, mit CD. Und ja, ich habe dann gedacht, ja, ich habe jetzt ihn vorher gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Journalismus und Reportage. Er hat gesagt, ein Journalist ist ein Überbegriff, aber viele Journalisten gehen gar nicht mehr raus. Im Unterschied zum Reporter, die gehen noch raus, gehen ins Feld, schauen und hören. Und das habe ich da mit dem Text auch gemacht, aber mehr zufälligerweise. Aber es ist wirklich im Feld entstanden, ein Text über ein Politikum hier in Zürich, wo auch viel darüber geschrieben worden ist. Ein bisschen heikles Thema, und wenn Sie dann vielleicht meinen, das ist ein sexistischer Text, dann kann ich Sie beruhigen, ist nicht. Etwa vor einem Jahr in Zürich, also das habe ich wirklich so erlebt, also es war so gewesen. Vergangenen Frühling in Zürich. Ein lauer Abend. Ich gehe am Fluss entlang. Eine junge Frau steht am Straßenrand und fragt mich, wie geht's? Gut, danke, antworte ich und gehe meines Weges. 20 Meter weiter dasselbe. Eine zweite junge Frau, die sich nach meinem Ergehen erkundigt. Ich werde innerhalb von einer Minute auf einer Strecke von knapp 80 Metern dreimal von mir völlig fremden Damen gefragt, wie es mir gehe. Das erlebe ich sonst nur ganz selten. Dass dich in Zürich wildfremde, noch dazu hübsche Frauen von sich aus ansprechen und in dieser Frequenz, das passiert dir nur am Silke. Nirgends ist die menschliche Anteilnahme so groß wie auf dem Straßenstrich. Ich meine, fragst du deinen Freund vor dem Sex, wie geht's dir? Nein, du fragst höchstens, wämmer. Oder wurdest du schon mal in einem Laden von der Verkäuferin gefragt, wie es dir gehe, bevor sie dir die Ware anbot? Nein, nicht einmal in einem Schuhgeschäft fragt man dich, wie es dir gehe.
Die moderne Sexworkerin hingegen erkundigt dich zuerst, wie es dir geht, bevor du kommst. Bei der dritten Prostituierten, die in Erfahrung bringen will, wie ich mich fühle, denke ich, ja, die wollen es aber wirklich wissen. Und ich verlangsame meinen Schritt, stelle mich vor der jungen Dame auf, überlege noch kurz, ob ich die anderen zwei auch noch herbitten soll, schließlich haben sie ja die gleiche Frage gestellt, sehe aber davon ab. Ich bleibe also vor der jungen Frau stehen und sage, du willst also wissen, wie es mir geht. Du willst jetzt wirklich wissen, wie es mir geht. Okay. Dann hör mal gut zu, Mädchen. Ich sag dir jetzt, wie es mir geht. Nein, ich habe natürlich nicht gesagt, wie es mir geht. Schließlich bin ich Schweizer und auf die Frage, wie geht's, verrät man als Schweizer nicht, wie es einem geht, sondern man sagt, gut, tipptopp, es muss und sauber. Ja, du kannst auf dem Weg zu einer Brücke sein, um dich dort in den Tod zu stürzen. Auf die Frage nach deinem persönlichen Wohlergehen wirst du wie gewohnt gut schweizerisch antworten, kann ich klagen. Nein, ich sage also auch bei der dritten Dame nichts. Das heißt, ich sage danke, gut und gehe weiter. Eine habe ich noch vor mir. Die letzte Straßendirne ist aber offenbar von einer anderen Schule, wo man nicht Wert legt auf höfliche Anstandsformen, sondern von Beginn weg knallhart aufs Geschäft setzt. Dame Nummer 4 fragt mich ganz ungeschminkt, also abgesehen von ihrer dicken Make-up-Schicht, fragt mich also, Blasen ficken? Mir ist nicht ganz klar, ob sie mir diese zwei Techniken zur Auswahl stellt, also Blasen oder Ficken, oder ob es sich hierbei um ein Kombi-Angebot handelt. Egal, geistesgegenwärtig variiere ich meine Antwort, statt gut, danke, entgegne ich nein, danke und lasse sie hinter mir. Es ist eigentlich schon erstaunlich, dass die Fragen wie geht's und Blasen ficken auf exakt das Gleiche abzielen. Aber nur in diesem bestimmten Kontext. Begrüßt eure Mutter, wenn ihr sie wieder mal besucht, bloß nicht mit der Frage Blasen ficken. Ich frage mich, welches Geschäftsmodell unter dem Strich erfolgreicher ist. Das Empathische oder das Produktorientierte? Ja, ich denke, etwas Zwischenmenschlichkeit vor dem Akt ist sicher nicht verkehrt. Ein guter Zahnarzt begrüßt dich auch nicht mit den Worten Bohren, ziehen. Oder deine Frau, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, Reis, Nudeln. Wie auch immer. Silke ist ja jetzt passé. Wenn du jetzt abends am Silke spazieren gehst, fragt man dich höchstens noch, wie geht's hier nach Altstetten? Und da draußen sind solche Akquirierungsfloskeln wohl überflüssig. Diese Verrichtungsboxen funktionieren ja wie Autogaragen. Man fährt dahin wie der Formel-1-Fahrer zum Boxenstopp mit einem ganz klaren Ziel, freier Personenverkehr, auf seine Kosten kommen. Statt wie geht's wird da höchstens noch gefragt, gut gefunden? Nur, das Geschäft läuft leider nicht so richtig. Nicht zuletzt, weil ein beträchtlicher Teil der potenziellen Kunden dort draußen nicht zugelassen sind. Die Passanten, die Fußgänger. Zutritt haben da nur Autofahrer. Gestattet ist sozusagen nur motorisierter Individualverkehr. Mit ÖV kein GV. Auch für Fahrradfahrer heißt es, ich bleibe draußen. Es nützt auch nichts, wenn dein Velo einen Ständer hat. Kein Wunder haben die da draußen zu wenig Kundschaft. Darum, mein Tipp für alle autolosen, aber dennoch notgeilen Mitglieder unserer Stadt. Für 290 Franken pro Jahr wirst du Mitglied von Mobility. Dankeschön. Also die Frage liegt natürlich auf der Hand. Jetzt wollen wir sofort wissen, ob der Dialog mit den 3-4 Damen tatsächlich stattgefunden hat und nachher die Basis für den Text oder ob das, was durchaus legitim ist, natürlich in so einem Fall Imagination von dir ist. Nein, das ist so gewesen. Also drei Damen, wie geht's dir? Und die vierte Dame, dann eben die andere Frage. Ja, das ist so gewesen und das hat mich dann so angeregt für den Text. Halt. Angeregt, habe ich gesagt. Genau. Schaffst du immer so bei Slams oder ist es ein Zufall? Das ist jetzt Zufall. Also ich lasse mich inspirieren von allen möglichen Sachen, von Erlebtem im Feld draussen oder von Sachen, die ich lese oder höre. Ja, alles. Und was ist so dein Interessensfokus? Hast du, willst du irgendetwas bewegen mit deinen Texten? Willst du eine politische Message verstecken? Willst du aufrütteln oder willst du unterhalten? Alles. Manchmal ist ein bisschen mehr das, manchmal mehr das. Es gibt Sachen, die ich aus einer Wut ein bisschen raus durchschreibe. Oder andere, wo ich das mehr so, ja, das Thema auf den Arm nehme oder so. Oder damit einfach spielen. Also kommt der Bund.
Und auch an dich die Frage, wie könntest du dir das vorstellen, wenn man jetzt würde sagen, jetzt machen wir eben nicht so etwas Kurzes, Knappes, Entertaining, sondern den gleichen Duktus, aber viel länger und auch länger unterwegs. Ist das etwas, was zu dir würde passen? Ich bin offen für alles. Also, bei mir ist der Witz, also ich kann irgendwie nicht ohne Humor, ohne Witz. Es wird sogar eine Reportage, eine journalistische, wird wahrscheinlich bei mir doch irgendwie ein bisschen witzig werden. Also ich kann gar nicht ohne. Also, aber ja, also ich kann auch länger schreiben, wenn es muss sein. Eine Forderung von unseren Lesern ist mehr Humor, sollte in diesem Magazin vorkommen. Ja. Also von dem her könnte man es mal in die Richtung probieren. Gut, also, jetzt sind wir schon am Schluss von dieser Veranstaltung. Ich kann aus potenziellen Arbeitgebern nur sagen, hat es gut gemacht. Im normalen Slam-Betrieb wird offenbar bei so einem Wettbewerb der Sieger immer gekürt mit einer Flasche Whisky. Wir hatten heute keinen Wettbewerb gehabt. Darum gibt es nicht nur eine Flasche Whisky, sondern drei. wo wir heute Morgen um 8 Uhr beim Bahnhof Zürich die drei Flaschen gesucht haben, bin ich ziemlich schräg angeschaut worden, aber wir haben es geschafft. Also, Simon, herzlichen Dank. Also, ihr findet die drei Künstler auf YouTube, auf ihrer Webseite und vielleicht gleich einmal mit ihrem Text in unserem Magazin. Ich danke euch fürs Kommen. Sie sind noch eine Zeit hier. Ihr könnt noch beim Whisky oder einem Kaffee mitnehmen, noch unterhalten und wünsche euch einen tollen Start in den Tag. Merci.